Hallo zusammen, wir spielen Russian Fishing 4 und sind am Achtuba unterwegs auf die Ostbrasse. Und da sind auch schon die Ruten krumm. Und ich zeige euch auch gleich mal, wo ich denn genau bin, mit was ich hier fische. Den Spot, wo ich jetzt stehe, der läuft aktuell richtig gut. Dem habe ich im deutschsprachigen Forum gefunden. Und da teste ich ja hin und wieder mal die Spots durch. Manchmal laufen sie ganz gut, manchmal sind sie halt schon wieder tot. Oder ja, sie laufen bloß bei manchen zu bestimmten Uhrzeiten. Muss man halt immer so abchecken. Aber hier der Ostbrassenspot, der hat es wirklich in sich. Und bin ich begeistert von. Tagsüber, nachts, die Ostbrassen, die laufen hier. Und jetzt holen wir nochmal die dritte Rute ein. Und dann gibt es noch ein paar Infos dafür. So, 1,6 Kilo. Rute 1 schon wieder krumm. Gehen wir mal schnell ran. Ja, 38 Fische habe ich jetzt im Kescher. Ungefähr eine Stunde bin ich jetzt hier am Spot. Nicht wirklich 100% bei der Sache. Ich war jetzt ein bisschen nebenbei noch abgelenkt. Da hätten bestimmt noch 3-4 Fische mehr am Kescher sein können. Aber ich bin zufrieden. So, jetzt schauen wir erstmal in Kescher. Ich habe jetzt alles mitgenommen, was den Haken hatte. Untermaßige. Ungefähr so jeder zehnte bei mir, jeder achte, jeder zehnte Fisch ist untermaßig. Ist ein guter Schnitt. Die nehme ich jetzt überhaupt nicht mit. Dann hat man, schau mal eben, zwei Rotaugen dabei. Güstern sind auch einige schöne dabei. Die bringen ja auch richtig gut Silber. Und eine Praxe, okay. Keine Ostbrasse, eine Praxe war das. Ja. Wir sehen, 59 Minuten vor einer Stunde angefangen. So sieht der Kescher aus. Ich würde sagen, das kann sich sehen lassen. Ja, finde ich echt eine super Sache mit dem Forum. Gerade die Achtuba ist ein riesiger, riesiger Fluss. Man weiß wirklich nie, wo man suchen sollte. Man ist ohne so eine Spot-Tipps Ewigkeiten am Suchen. Die alten Spots am Abklappern. Und den hier unten, den kannte ich jetzt überhaupt nicht. Und ja, vielen Dank nochmal dafür, dass ihr, vielleicht seid ihr auch dabei, immer mal wieder Spots im Forum postet. So, ein Giebel, unser erster Giebel hier mit Häkchen, nehmen wir mit. Ja, ich möchte ja nicht, dass ihr denkt hier, die Spot-Vorstellung Brasse ist ja auf meinem Mist gewachsen. Nee, ganz im Gegenteil. Ich bin selbst froh, wenn ich mal hin und wieder so ein paar Infos finde. Und gerade Brassen. Brassen macht mir auch Spaß. 1,3 und das sind wirklich hier richtig schön große. Ich komme einfach nicht dazu, euch mal den Spot, das Equipment zu zeigen. So, seht ihr, richtig schön, schön maßige Brassen. Okay, jetzt kommen wir mal, jetzt machen wir eben mal die Karte auf. Dann sehen wir hier unten, ach, was waren denn das für Koordinaten? Bei 104, 47 stehe ich. Der Spot aus dem Forum war hier auf dieser Spitze und in diese Richtung, ja, nach Westen drüben. Ich hatte mich leider mit dem Boot verfahren, bin auf diese kleine Insel. Also dort drüben ist eigentlich der Spot aus dem Forum mit Clip 20 Meter. Ich hatte mich verfahren mit dem Boot. Irgendwo da hinten steht's. Bin auf der Insel gelandet und dachte mir, ach,
Jetzt bin ich hier, das sieht doch super aus. Schön Platz hier zwischen den Schilfkanten. Wirfst du mal die Ruten aus und perfekt, läuft. Ja, etwas anderes Equipment habe ich jetzt doch. Es ist nicht ganz das Perfekte, aber für mich zufriedenstellend. Das heißt, wir haben Fluorcarbon-Vorfach mit 9,7 Kilo. Optimal bei Brassen sind eigentlich so 6,4, 7,7. Ich mache einfach immer 9,7. Das hält nämlich meine Schnur mit 11,3 super aus. Und ich habe jetzt auch keinen 6er Haken. Ich habe hier Größe 1er Haken und als Köder den Knoblauchteig. Ja, 1er Haken. Deshalb, um die kleineren Bisse einfach fernzuhalten. Ich möchte wirklich maßige Brassen haben. Auch wenn es vielleicht ein paar weniger sind. Aber das macht mir so mehr Spaß und das ist ja der Sinn von dem Spiel, dass man Spaß hat und sich nicht hier ständig über Kleinkram ärgert. Ja, Clip habe ich euch noch gar nicht gesagt. Also wenn er jetzt hier steht, wo ich bin, ich habe jetzt geklippt zwischen 13 und 15 Meter, also gar nicht so weit raus. Ja, so eine kleine Güstern verirren sich ja hin und wieder dran. Da seht ihr mal, 1er Haken, da gehen die trotzdem dran. Da kennen die nix. Da sind die echt hart im Nehmen. So, Route 3. Da ist schon wieder. Da ist schon wieder was dran. Ja, Brassen sind ja eigentlich nachtaktive Fische. Also nachts geht es hier natürlich noch einen Tick besser ab wie tagsüber jetzt. Aber ich mache das Video extra, dass man hier auch mal die Umgebung sieht, den Spot sieht. Ja, Futter habe ich jetzt, das ganz normale Brassenfutter. Ja, funktioniert. Ich habe gerade überlegt, ob ich da mal was gelesen habe, ob Ostbrassen jetzt ein anderes Grundfutter bevorzugen, wie die in der ganz normalen Praxen. Aber ich kann mich jetzt gar nicht so dran entsinnen. Ich hatte eigentlich immer das ganz normale Brassenfutter oder Praxenfutter halt genommen. Und ich sag mal, ich bin zufrieden mit der Bissfrequenz. Und jetzt mal gucken, wir sind jetzt 8 Spieler hier am Grünufer. Und es werden ordentlich Brassen gefangen. Ja, mal noch ein Hinweis. Also, das Spiel befindet sich ja in der Early Access. Das heißt, das ist noch nicht fertig. Es können Fehler auftauchen, es können Disconnects auftauchen. Und damit muss man einfach leben, wenn man solche Spiele spielt, die halt noch in der Entwicklung stecken. Aber mich persönlich ärgert das ein bisschen, denn ich habe die großen Lags, / Disconnects sehr, sehr oft. Und ich sag mal, ich kann euch jetzt nur empfehlen, wenn ihr das ebenfalls habt und ihr, sag mal, gerade ein bisschen runter. Man fährt von hier oben mit dem Boot einmal rundherum, bis hier runter, ist endlich angekommen, ist froh, dass man angeln kann, schmeißt die Angeln rein, dann kommt dieser Leck, die Internetverbindung wird getrennt, ihr fliegt raus, ihr seid wieder oben.
No, das macht man ein, zwei Mal, dann hat man echt keinen Bock mehr, hier runter zu fahren. Ich sag mal, ich habe jetzt zum Beispiel hier unter Einstellungen Netzwerk das Protokoll von TCP auf UDP gestellt. Das hat jetzt die Auswirkung, dass die, also das Prinzip ist einfach, dass die Daten anders verarbeitet werden. Es wird nicht erneut abgefragt, wenn ein Fehler aufgetaucht ist. Der Fehler wird einfach sozusagen hingenommen bei UDP. Und es gibt sozusagen Mega-Lag. Ungefähr 5 Minuten muss man warten. Aber man fliegt nicht mehr aus dem Spiel raus. Es geht dann direkt hier weiter. Bloß ich sag mal, man hat halt diesen Lag und muss halt nicht mehr neu zum Spot fahren. Das ist jetzt der Vorteil, wenn euch das passiert, stellt es mal um, probiert es einfach mal. Oder wenn ihr vielleicht überhaupt keine Lags habt oder eine bessere Lösung habt, wie man das umgehen kann, wäre ich jetzt wirklich auch sehr dankbar. Denn ich kenne das jetzt von einigen anderen auch. Nicht nur mich betrifft das. Und es macht wirklich nicht wirklich Spaß. So, Mittagszeit. Ja, wie gesagt, Mittagszeit ist eigentlich nicht so. Ostbrassenwetter muss man einfach abwarten, bis es hier mal richtig schön bewölkt ist, ein regnerischer Tag, dann geht das auch tagsüber richtig gut ab. Und ansonsten halt, ja, was kann man denn machen? Zum Beispiel mal versuchen gezielt die Güstern zu beangeln, die laufen, sind eigentlich auch nachtaktive Fische. Ich hatte auch mal mit der Regenwurmbeuli, wollte ich mal direkt auf die Güster gehen. Und gleich den ersten Fisch, den ich gefangen hatte, war ein Wildkarpfen. Habe ich dann wieder sofort sein lassen bei der Ausrüstung. Könnte auch sein, dass die ja laufen. Müsste man mal checken. Aber das ist nicht das, was ich jetzt machen möchte. Oder? Wir sind hier auf Brassen aus. Brassen und Güstern. Da winkt das Silber. Und Rotauge. Tja, was gibt's denn sonst noch zu sagen? Eigentlich nicht viel. Ich muss mal schauen. Ich mache ja jetzt nicht mehr ganz so viele Waschen-Fishing-Videos. Ich mache jetzt wirklich bloß noch das, was mir Spaß macht. Ich hatte in der Vergangenheit sehr viele Spots vorgestellt, aber ich war ja der Meinung, dass die sich halt immer wieder wiederholen.
Und wenn sich mal was Neues auftut oder was auftut, was lang nicht mehr aktuell war, wie gerade so in Ostprassen, die werden ja doch sehr gerne genutzt, die Spots. Dann stelle ich das natürlich nochmal vor, wo die gerade aktuell unterwegs sind, was es vielleicht Neues von mir gibt. Ja, 45 Fische haben wir jetzt in 1 Stunde 12 Minuten. Das heißt, ja, wenn man gut ist, in 2 Stunden ist der Kescher voll. 2,5 Stunden wäre jetzt ungefähr meiner voll. Und ich denke mal, das bringt einige 100 Silber. Die Brassen lohnt sich auf jeden Fall, der Weg hier runter. Noch ein Rotauge. Wir gucken mal eben nach dem Clip. Der ist jetzt auf 14 Meter gewesen. Ich erhöhe den jetzt mal auf 17 Meter. Meine Wurfrichtung ist immer da drüben zu dem Schilfbüschel. Das versuche ich ungefähr mal anzupeilen. Ich hatte jetzt auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, wieder Fishing Planet oder was gab es denn noch alles? Fishing Planet? Wartet mal eben, jetzt bin ich. Stehe ich gerade auf dem Schlauch. Was Ultimate Fishing? Mal wieder ein paar andere Angelsimulatoren anzufangen, mal reinzuschnuppern, aber es gibt halt wirklich keins, was so detailliert ist. Wie Russian Fishing. Da bin ich jetzt auch noch am Grübeln, ob ich mal die anderen wieder mir anschaue oder einfach hin und wieder Russian Fishing bringe. Ja, ist wirklich schwer, hier wieder loszukommen. Also es gibt wirklich kein Vergleichbares, wo man sagen könnte, okay. Das ist noch eine Alternative, wenn es jetzt um dieses Tiefgründige geht. Um nochmal einen Angelspaß. Ja, da, ich denke mal, da gibt es noch einige andere, wo man jetzt nicht so der Fachmann sein muss, wo man einfach Angel nehmen kann, Haken dran, Köder dran, rauswerfen und ja, abwarten, dass die Fische beißen. Das ist ja eigentlich der Sinn von jedem Angeln-Simulator. Ja, außer Russian Fishing ist halt so speziell. Ich sag mal, ein Laie, ich bezweifle, dass der ja überhaupt was fängt. Also wenn man nicht direkt diese Spots kennt oder dieses Spot-Fishing betreibt und alleine diese Hakengröße, diese Schnüre,
Ja, es ist einfach riesig umfangreich. Ja, bin ich halt am Grübeln, ob ich mal was anderes mache oder nicht. Weiß es nicht. 97 Gramm. Eieiei. Die lassen wir wieder frei. Die muss noch ein bisschen wachsen. Die muss noch richtig wachsen. Oder wird halt Störfutter. Ja, das war ja auch so ein Ding. Die Störe, ich war irgendwann mal sehr viel auf Störangeln. Richtig große kriege ich natürlich nicht raus. Aber so um die 20 Kilo, das war immer mein Ziel. Aber irgendwann kann ich euch sagen, nach ein paar Wochen Störangeln ist das genauso langweilig. Zum einen beißen die halt nicht so stark. Man rennt nur immer den Spots hinterher. Dann hat man wieder einen schlechten Tag erwischt. Dann fängt man bloß zwei, drei Stück und naja, also richtig Silber kam da bei mir jetzt nicht rein. Da war ich eigentlich froh, dass dieses Karpfenparadies so lange so gut lief, dass ich da ordentlich mal meinen Silberstand wieder aufbessern konnte. Ja, ich würde aber sagen, machen wir wieder Schluss. Ihr habt gesehen, was hier möglich ist. Ein paar Fischchen haben wir ja dran gehabt. Und sag mal, macht's gut.